Willkommen zurück bei Super Mario Odyssey. Heute widmen wir uns dem Flug zum Wüstenland. Wir sprechen mit Peach, holen uns von ihr den Mond und dann werden wir den Mondquader aktivieren und auf ordentliche Mondjagd gehen. Guck, oh, der ist ja gleich um die Ecke. Da können wir fast direkt hin. Ich frage mich nur, wo Peach ist. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Den sieht man sogar von hier aus schon. Aber, okay. Ich dachte eigentlich, hier wäre direkt am Anfang vom Level auch wieder so ein Roboter, mit dem wir hochfliegen können und einen Mond kriegen nur durch Gucken. Aber zuerst hier kurz in den Crazy Cap Shop. Da einmal rein. Den Mond da hinten in der Ecke haben wir auch. Den haben wir auch. Oh, da. Aber was holen wir jetzt? Cowboy oder? Ich glaube, wir holen uns eher den Sombrero. Jetzt umziehen. Und da, ja. Jetzt umziehen. So, kaufen. Für den Fall, aber erst später. Und den kaufen wir uns natürlich auch. Kaufen, aber nicht anziehen. Genau, so. Abziehen. Abgezogen. Oh, hier fehlen uns auch einige violette Münzen. Okay, gehen wir mal da hinten hin. Zum Mondquader. Der bewegt sich sogar. Er lebt! Es lebt! Bam. Und ein weiterer Mondquader. Hochgeschickt zum Mond. Supernova. Ach ja. Wie viele Monde wären es diesmal? Boah, auf die ganze Map verteilt. Huiuiuiui. Aber hinter mir soll direkt einer sein. Drei Hasen? Wo, hä? Alter. Wie soll man das denn holen? Hey, wo soll man denn die... Hä? Muss man alle drei fangen oder was? Ja, toll. Na toll. Ja, diese blöden Hasen! Wollt ihr mich verarschen? Diese äußerst charmanten Häschen. Ja. Ach ja, Hoppelhäschen sind nicht mein Ding. Und dann auch noch daneben. Hey, ich habe eine andere Idee. Vielleicht funktioniert das.
Haha, wie geil. Ich frag mich gerade nur, wo der dritte Hase gerade ist. Ja genau, wo ist der dritte Hase? Da lang. Ah, haben. Ja, sehr gut. Hobby, die Hopp in der Wüste. Okay, mit der Katze ist natürlich viel einfacher. So, schauen wir mal da in der Ecke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du kannst mich auch machen. Ja, toll. Ey. Die Katze ist so blöd, die Linie zu halten. Ja, hier. Wie soll man das denn halten? Blöde Katze. Aufs Maul. Ja. Ach ja. Dümmste Katze ever, ey. Hat die keinen Slow-Mode? Jetzt habe ich eine Note ausgelassen, ey. Eine fucking Note. Und deswegen das Ganze nochmal. Weil es so schön war. Komm, 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 komm. Jetzt halt die Linie. Bist du auf eine Katze? Ich weiß, es ist ein Löwe. Aber Löwen sind auch Katzen. Raubkatzen. Hopp, hopp, hinab, ja. Hopp, hopp, aufs Maul. Oh. Da unten. Sorry für meine... Ja, ein bisschen fluchen kann ich auch mal. Sonst die Ruhe selbst, aber heute nicht. Nicht bei Super Mario Odyssey. Na, Vogel. Aha, was haben wir denn da? Boah. Na, die Plattform hat es jetzt erwischt. Wo ist er? Kommt schon wieder? Ach da. Dein Ernst? Ach du Scheiße. Ah.
Ach du Scheiße, nee. Alter. Nein, 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 nein. Uff. Nein! Uah. Heilige Scheiße. Oh. Aber beim ersten Mal geschafft. Was ein Level. Die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich da gleich runterfalle, ey. Ah, und da waren also die zwei Monde. Und da ist der nächste Mond. Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Gut. Erwischt. So. Und hier haben wir sogar ein paar violette Münzen. Und wir müssen mal Lakito capern. Komm schon. Erledigt. Ah. Deswegen, man kriegt für die dicken Fische, kriegt man einen Mond. Deswegen habe ich den jetzt gekapert. Was steht denn hier auf dem Schild? Vielen Dank für diese Info. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier mit Lakito, mit da den zweiten dicken Ding. Ha! Lol. Das war einfach nur Intuition. Mann, ist der lahm. Aber ich mach das. Wo ist er denn hin, der Dicke? Da. Nein, verdammt. Also wieder. Ja, komm schon. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Hä? Hallo? Der will mich doch gerade ärgern, oder? Da ist er wieder. Hallo? Bleib doch mal da. Da ist er. Komm her. Put, 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 put. Komm her, komm her, komm her. LOL. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, mich in diesen diese Schlamassel zu begeben. Zum Glück kamst du vorbei. Aber hey, ich habe einen Mond unter dem Sand gefunden. Hier, als kleines Dankeschön für die Rettung. Yeah! Boah. Gut.
Dann hat es sich ja gelohnt, die Oase mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Copa frei. Ach nee, oder? Wenn ich schon sehe, Copa Pfeillauf. Da gibt es einen Mond. Uiuiui. Hey, Kumpel, hast du Lust auf eine kleine Herausforderung? Laufen finden ja die meisten ganz schön, aber kaum jemand macht sich die Mühe beim... Macht sich richtig Mühe. Beim Pfeilelaufen geht's genau darum. Ja, versuchen wir's. Ah, sollen wir bestimmt ein Dreieck nachlaufen? Oh nee, ein Kreis. Also. Okay, zwischen den zwei Kakteen. Na, und? Das sah doch ganz nice aus. Und? 88 Punkte, nice. Ein Mond, geil. Ja, sowas schaffe ich dann bei, ja, auf Anhieb. Aber wenn es dann um irgendwelche Sprung-Challenges geht. Hä? Vielleicht für die volle Punkte? Das ist genau da, also entweder. Oh. Oh. 90 Punkte diesmal. Jetzt habe ich natürlich die. Oh, oh, nee, 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 das war kacke. Huh? Ich dachte, das wäre jetzt voll beschissen gewesen, aber das ist ja fast richtig gut. 91 von 100 Punkten. Wow, nicht schlecht. Wüstenwanderung. Bin ja richtig gut. Zumindest darin. Dann haben wir das. Also, nächstes Ziel da hinten hin. Was sagst du denn? Jetzt brauche ich aber erstmal eine Katze zum... Oh, hier. Ja. La 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 la. Und ein Mond. So schnell kann es gehen. Ich würde fast schon sagen, zum nächsten Mond rennen wir auch wieder mit Miauxi. Ja, da bin ich. Was haben wir denn da? Ach, warum nicht? Scheint ja nicht schwer zu sein, oder? Ach nee, verdammt, das müssen wir mit einer... Ich glaube, das müssen wir mit einer Kanone oder mit einem Kugelwilli platt machen. Na toll. Warum kann ich... Ach so, weil ich springe. Ah. Ich wollte gerade fragen, warum ich nicht porten kann. Aber wenn man springt, kann man nicht porten. Porten, porten. So, ich brauche eine Kanone.
So, da. Daneben. Komm hier. Komm schneller, 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 schneller. Alter, ist sie langsam. Oder ich bin zu langsam, keine Ahnung. Brauche ich denn überhaupt eine Kugelwilli oder? War ja klar. War ja arschklar, jetzt darf ich wieder da hoch. Ich frage mich gerade, wie ich da hinkomme mit dem Kugelwilli. Irgendwie muss es doch funktionieren, oder? Gibt es hier irgendwie nähere Kugelwillis? Nee, ne? Na toll. Komm schnell, 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 schnell. Alter. Okay, mit dem Kugelwilli schaffe ich. Mit dem Kugelwilli schaffe ich das nicht. Kann ich vergessen. Dann teleportiere ich einfach mal dahin. Da gibt es 2 Mone zu sammeln. Dann lasse ich das erstmal mit dem Kugelwilli. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ciao. Sombrero. Oh. Sieht ja nice aus. Dein Ernst? Nein! Dein... Oh. Ich bin zwar gerade ein bisschen überfragt, wie ich hier diesen Schlüssel kriegen soll. Na toll. Ah, Mist. Und nochmal. Weil es so schön war. Ja, 2 bekommen. Flitzer springen durch die Ruinen. Ganz ehrlich. Ich wette mit euch, man kann irgendwo zwischenzeitlich diesen blöden... Ja, toll. Oh, Moment. Nee, doch nicht. Also darf ich jetzt nochmal aus dem Level raus und wieder rein, nur damit ich sehen kann, wo dieser blöde Schlüssel ist. Das ist ja delicious. Nicht. Da, seht ihr das? Nochmal. Dahin muss ich. Komm, 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 komm. Läuft!
Sinkende Ruin. Jetzt aber schnell. Erledigt. Geil. Ich glaube, den anderen Mond widmen wir uns dann in der nächsten Folge. Ganz schön Leben hier in die Bude gekommen. Oh, hier. Warte. Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut. Check. Verrückter Poncho, check, du bist der Party würdig. Hinein mit dir, mein Freund. Renn in die gute Stube und Mond abholen. Wie geil. Yeah. Geil, 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 geil. Tanzen mit neuen Freunden. Läuft. Da mache ich noch eine Pirouette für euch. Zack, rausgedreht. Geil. Noch einen schnellen Mond gesammelt. Oder hier. Autsch. Ja, hier habe ich einige Sachen ausgelassen. Na. Was ist das überhaupt für eine Röhre? Hallo? Irgendwo im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration, lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Oh Mist. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe die Vibration ausgestellt. Da! Controller-Vibration war aus. Kein Wunder, dass ich nichts gemerkt habe. Erledigt. Nice. Vibration einfach mal ausgehabt. Gut, dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich Pause. Wir sehen uns im nächsten Part. Tanzender Mario. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Ciao, Kakao.